Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht die Kreissparkasse Ravensburg. Von den aktuellen Badtrends kommen wir in dieser Sendung zu den Küchentrends 2015. Und damit herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen hier bei RegioTV. Alle weiteren Themen jetzt im Überblick. Der Löffeltrick, wie Sie ohne chemische Mittel und nur mit einem Suppenlöffel Flecken aus Polstern und Teppichen entfernen. Und die Küchentrends. 2015 bleibt weiß zwar der Klassiker, aber kräftige Farben erobern mehr und mehr die Küchen der Deutschen. Öfters sind im Frühjahr die Teppiche und die Böden verfleckt vom Salz oder dem Dreck des Winters. Wir zeigen Ihnen nun einen ganz einfachen Trick mit einem Löffel, wie Sie Ihre Böden ohne die chemische Keule wieder sauber bekommen. Nur wer Kinder hat, kennt diese Situation. Einmal kurz nicht aufgepasst und schon ist es passiert. Flecken auf Möbeln oder Teppichen sind ärgerlich. Wichtig ist, jetzt nicht falsch zu handeln. Die meisten, die einen Fleck haben, gehen aber gerade falsch um. Die haben vor lauter Angst und oh, jetzt habe ich einen neuen Teppich oder so, jetzt habe ich einen Fleck. Das ist eben das große Thema, dass man darauf achten sollte, dass man zuerst die Flüssigkeit so gut wie möglich rausbringt. Und dann bleibt ja nur noch ein ganz kleiner Restbestand. Und dieser Restbestand, um den geht es noch wirklich. Und das ist in der Regel ganz einfach, wenn man das sofort bearbeitet. Klingt einfach? Ist es auch. Der Experte zeigt, wie es geht. Dabei spielt es übrigens keine Rolle, welches Textilmaterial Sie reinigen. Die Vorgehensweise ist immer die gleiche. Dann nimmt man den Löffel und schöpft das zuerst mal ab. Und der Vorteil ist, dass dann 80% von dem Flecken schon weg ist. Und anschließend geht man automatisch mit Seva Wisch und weg. Dann sind die nächsten 10% weg und dann ist der wirkliche, entscheidende Fleck, das was zum Wegmachen ist, auch relativ sicher weg. Anschließend die Prozedur mit Mineralwasser wiederholen. Wenn man das nicht macht, dann bleibt viel von dem Fleck drin und dann auf die Struktur achten, dass der Teppichboden nicht in 3, 4, 5 verschiedene Richtungen gemacht wird, sondern dass er in eine Richtung frisiert wird. Und das ist das Ergebnis. Funktioniert übrigens nicht nur bei Cola, sondern auch bei Rotwein oder anderen Flüssigkeiten. Mit dem Löffel abschöpfen, mit Küchenpapier aufsaugen, bei Rotwein zusätzlich Salz auf den Fleck streuen, einarbeiten, nochmal ausreiben, fertig. So haben Sie auch nach einem kleinen Missgeschick wieder Freude an Ihrem Teppich. Der Löffel, also nicht nur das richtige Besteck für die Suppe, sondern auch das richtige Werkzeug, um Flecken zu entfernen. Alles weitere Wichtige rund um das Thema Bauen und Wohnen jetzt in den Nachrichten. Stellen Hauseigentümer ihre Heizung auf erneuerbare Energien um, erhalten sie seit dem 1. April mehr Zuschüsse vom Staat. Ökoheizungen sollen dadurch noch attraktiver werden. Gefördert werden Pelletheizungen, solarthermische Anlagen und Erdwärmepumpen. Bis zu 600 Euro zusätzlich sind bei der Basisförderung möglich. Um diese zu erhalten, muss nach der Installation der Heizung vom Handwerker ein Antrag eingereicht werden. Das Bundesamt zahlt dann den entsprechenden Betrag an den Hauseigentümer aus. Insgesamt stehen 300 Millionen Euro zur Verfügung.
Durch gezielte Fort- und Weiterbildungen können junge und erfahrene Handwerker ihre Chancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern. Mit einem sogenannten Prämiengutschein wird die Beteiligung an Weiterbildungsmaßnahmen bis maximal 1.000 Euro gefördert. Damit übernimmt die Bundesregierung die Hälfte der Weiterbildungskosten eines jeden Einzelnen. Voraussetzung ist ein Mindestalter von 25 Jahren und eine Erwerbstätigkeit über mindestens 15 Stunden pro Woche. Handwerker zwischen Jagst und Bodensee können sich bei der Bildungsakademie der Handwerkskammer Ulm in einem persönlichen Gespräch zum Bildungsprämienprogramm beraten lassen. Im Anschluss wird der Prämiengutschein ausgehändigt. Wie sieht Ihre Wunschküche aus? Marmorplatte, Glasplatte oder auch der Dampfgarer? Nach der Werbung zeigen wir Ihnen die Küchentrends 2015. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen und der Kreissparkasse Ravensburg. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Sie haben ein Baumproblem? Forst- und Baumdienst Gruber hat die Lösung. Beratung, Fällen, Schneiden, Sanieren, Entsorgung, Fräsen der Wurzelstöcke und Neuanpflanzung. Forst- und Baumdienst Gruber. Horgenzell. Hallo? Hallo Sie? Investieren Sie jetzt in Ihre Zukunft. Ob die eigenen vier Wände oder als sicheres und langfristiges Renditeobjekt. Die Tuttlinger Höfe sind eine sichere und solide Kapitalanlage. Nutzen Sie Ihre Chance und investieren Sie jetzt in eine sichere Zukunft im Herzen von Tuttlingen. Die Tuttlinger Höfe. Modern, attraktiv und renditestark. www.tuttlingerhöfe.de. Bei seiner großen Schwester ist Leon einfach gut aufgehoben. Auch wenn es manchmal kracht. Die beiden sind ein richtig gutes Team. Es ist einfach schön zu sehen, wie schnell sich meine Kinder entwickeln. Man sieht's an Lisa. Sie ist schon so groß geworden. Und jeden Tag ist bei uns etwas los. Gut, dass ich da zwischenzeitlich gelassen bleiben kann. Trotzdem bin ich gespannt, was die Zukunft noch bringt. Heute ist Lisa Ärztin und morgen will sie Ballerina werden. Gut, dass ich einen verlässlichen Partner an meiner Seite habe, der mich versteht und auf mich eingeht. Denn so könnt ihr zwei schon bald in unserem eigenen Garten spielen. Mama, träumst du? Ja, was ganz Schönes. Was auch immer das Leben für Sie bringt, wir sind an Ihrer Seite. Sparkasse Bodensee. Gut für mich. Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause. Was sind die Küchentrends 2015? Das zeigen wir Ihnen gleich. Doch vorher wollten wir von Ihnen wissen, wie muss Ihre Traumküche ausschauen? Praktisch muss es sein. Und was soll sie noch haben? Ja, schon noch ein bisschen schick. Ich habe Holz und das gefällt mir noch. Was muss sie alles haben? Herd. Was brauchst du noch? Kühlschrank? Gefrierschrank? Spülmaschine, ja. Nicht unbedingt. Da habe ich jetzt schon gedacht, die brauche ich bald nicht mehr. Weil der Haushalt kleiner wird. Geschirrspülmaschine, Backofen, Mikrowelle und gepflegt soll sie sein. Farbe irgendwas? Metallic. Das ist so, weil es einfach schöne Optik nahe gibt und einfach schöne Glanz hat. Und so die Idealküche eigentlich dann. Nicht zu groß für zwei Personen. Die Schränke alle erreichbar. Und ja, so dass Frau und Mann auch schaffen können. Funktionell, geräumig und pflegeleicht. Klare Struktur, ohne viel Schnickschnack, super sauber zu halten. Das wäre schon alles eigentlich.
Die haben wir. Danke, tschüss. Wie unterschiedlich Ihre Wünsche an eine Küche doch wirklich sind. Claudia Zidorn und Robert Pfeiffer waren für Sie unterwegs und haben die Küchentrends 2015 für Sie unter die Lupe genommen. Ich kann Ihnen so viel sagen, der Trend geht zur Farbe. Auffällig oder minimalistisch, bei Küchen geht heute fast alles. Wird neu gekauft, fällt auf, der Trend geht zur offenen Küche. Als Raum für Kommunikation und Zentrum des Familienlebens. In Neubauten haben sich rund 20% der Deutschen eine offene Küche zugelegt. Es ist geräumiger, heller und übersichtlicher, oder? Und auch jetzt bei uns ist halt gut, man sieht dann halt auch, was das Kind macht in der Stube, im Wohnzimmer, in der Küche halt, ja. Es ist einfach schöner und es macht einen schönen Eindruck. Entsprechend wird das Design immer wichtiger. Wer sich eine neue Küche kauft, achtet aber vorrangig auf die Funktionalität. Dann ist heute ein ganz starkes Thema Induktion. Ja, auch hier kann man einen starken Aufwärtstrend feststellen. Ganz großes Thema auch Kühlen, weil früher hat man viel mit kleinen Kühlgeräten gearbeitet, heute hat man die Möglichkeit, einfach auch im Thema länger Frischhalte zum Beispiel mit 0-Grad-Zonen zu kombinieren im Kühlschrank. Ja, das sind so die Schwerpunktthemen. Ebenso die Geschirrspülmaschine, denn bei einer offenen Küche sollte diese möglichst leise sein. Rund 6.300 Euro geben die Deutschen heute im Schnitt für eine neue Küche aus. Das sind rund 800 Euro mehr als noch vor 4 Jahren. Die Ansprüche sind dabei fast immer die gleichen. Man achtet sich einmal auf die Funktionalität, dass es bequem ist, schön viel Stauraum hat und von der Farbe her, dass halt auch zeitlos ist und das nicht irgendwie nach 5 Jahren verkleidet ist. Der Klassiker Weiß ist auch 2015 weiter Trend. Die Küchenhersteller bieten mittlerweile aber vermehrt Alternativen bei Farben und Design. Kochinsel gibt es ja schon lange, freut sich immer größerer Beliebtheit der Kunden. Und was man hier feststellen kann, man geht weg von der klassischen Lüftung, dann eben Richtung Tischlüftung, weil der Kunde eben keine Insel mehr oder kein Grundschatzzugshaube mehr vor der Auge haben möchte, um freien Blick in den Ess- oder Wohnbereich zu haben. Geht allerdings auf Kosten vom Platz natürlich in der Insel. Weitere Trends kann man sicher feststellen, sind wieder mehr Mut zur Farbe. Auch das kann man aus den letzten Messebesuchen mitnehmen. Weg vielleicht wieder vom klassische Weiß, wobei das nach wie vor noch beliebt ist, aber man kombiniert eben diese helle Farbe mit etwas bunteren Farben, ob es jetzt blau, grün oder rot oder sowas ist. Ne? Modern, klassisch oder bunt. Der Küchentrend 2015 heißt in jedem Fall Individualität. Liebe Zuschauer, das war es für diese Woche wieder mit Bauen und Wohnen, der Wohlfühlsendung für Ihr Zuhause hier bei Regio TV. Kommende Woche mit einem ganz spannenden Thema 3D-Badplanung. Bis dahin Ihnen einen schönen Abend, eine gute Zeit. Tschüss. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von der Kreissparkasse Ravensburg.